Einen wunderschönen guten Abend, liebe Leute, und willkommen zu einem neuen Spiel. Wir testen jetzt mal Godfall. Und ja, wir können eigentlich nur ein Game machen, wie es aussieht. Ja. Oh Mann. Okay. Uff, ja. Machen wir mal ein Game. Wir haben ja keine andere Wahl. Was ist das Intro? It was all a lie. Makros sold us a vision he never believed in. He would destroy us. We just didn't know it yet. We were warriors, but he turned us against each other. Brother against brother. And despite all the maneuvers and all the strategy, in the end, it was going to be either me or him. Makros was the better warrior that day. He left me for dead, but I survived. Makros thinks the war is over, but our fight has just begun. Interessant. Muss ich da jetzt einer der Brüder spielen oder was? Easy. They've got 1,000 men in there defending her. If anyone can get in there, Orin can. You understand how important this mission is. The weapon we need is inside this temple. Sir! You can count on us. You two cover the back. I'll take the front. Okay. Bekommen wir hier nur der Geschichte oder was? Der erste Schritt. Finde den Eingang des Sonnenschmied-Tempels. Okay. Ja, sowieso ist das Spiel wirklich einer der Brüder. Ja, ich kann nichts machen.
kann mich nur umsehen und mich bewegen. It's sluggish. Phasenknoten. Ziel auf den aktuellen blauen Phasenknoten, halte Kreis, um dich in dieser Richtung zu teleportieren. Okay. Interessant. Ah, oh, da lebt er noch, Anki. Was? Ah, das sind noch mehr. Ah, da kommen die alle raus. Hört das mal auf oder spawnt er unendlich von den Viechern? So wie es aussieht? Ja. Unendlich. Nee, okay, das war's jetzt, okay. Da kommt nichts mehr. Gut. Dann gehen wir weiter. Wow. Okay. Was bekomme ich da? Ist es so irgendwie meine Währung in diesem Spiel? Was habe ich da jetzt analysiert? Nee, da bekomme ich echt nichts mehr. Schade. Aber also, wenn ich das noch kaputt haue. Ah, doch, da ist noch was. Ja, da habe ich jetzt Leben dazu bekommen. Schön. Indem ich einfach Sachen zerstöre. Nice. Okay, mit L3 spannend, richtig interessant. Kann ich die Wand kaputt hauen? Nee, oder? Oh nice, war das jetzt ein Sprinterangriff, cool. Ah, dann noch mehr Leben. Aber ich bin doch schon voll. Ja, kann ich hier nicht mitnehmen. Sterbe ich, wenn ich da runterfalle? Sollte ich das ausprobieren? Nope. Okay. Ups. Okay. Interessant. Aber vielleicht könnte das doch was von mir darüber. Um über Lücken zu springen. Oh, okay. Ah, der ist schon tot. Ja, lol.
Sir, you're still injured. Doesn't matter. We have a job to do. Ich bin nicht mehr verletzt. Ich hab mich doch gehört. Ups. Kann ich das nicht kaputt machen? Nee, okay. Doch, da. Ups. Ja, keine Ahnung. Die Angriffe sind ein bisschen einseitig. What the fuck? Okay. Sprengen kann ich nicht. Ach so. Cool. Okay, dem zerstören wir gerade. Ein bisschen. Lebenssteine. Drücke 4, um Gesundheit wiederherzustellen. Ja, gut, Lebenssteine. Dein Lebensstein verfügt über 3 Ladungen, die aufgefüllt werden, sobald du überschüssige grüne Gesundheitskugel aufnimmst. Okay. Ja, mehr kann ich jetzt auch nicht entnehmen. Alter, das kann ich das sicher zerstören, oder? Ja. Ah, oh, da konnte ich fast wieder alles zerstören. Ja. So viele Sachen, die du kaputt schlagen kannst. Und der steigt irgendwie so blöd irgendwie vorbei, so dass du dich wieder umdrehen musst. Keine Ahnung. Ja, ich weiß nicht, doch ein bisschen komisch. Was ist das überhaupt? Was kann ich damit machen? Kann ich das später das so aufmachen? Keine Ahnung. She won't want to leave the temple, Oren. I know. Okay. Nee, da komme ich nicht drauf. Na gut. Also viele Lebenspunkte, krass. Ah, oder Lebenssteine, besser gesagt. Was ist das? Um mit dem Schild zu blocken. Ah, jetzt habe ich ein Schild. Cool.
Und weiter? Ach so. What the fuck? Ah, okay, jetzt komme ich da durch. Lol. Muss ich noch weiter blocken? Okay. Hat er mich jetzt getroffen? Na egal. Ich hab wieder Leben. Nochmal Leben, obwohl ich schon wieder voll bin. Keine Ahnung. Ach, so viele Lebenssterne, glaube ich. Ja, ich. Okay. Keine Ahnung. Da kann ich nicht mal springen. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Schildwurf. Halte L1 zum Zielen, drücke R2, um dein Schild zu werfen. Okay. Fügt Gegnern Schaden zu und wirft sie zu Boden. Schildwurf hat und dann hat geringer Abklingzeit. Okay. Das ist immer noch eine Abklingszeit. Naja. Und Tutorial eben. Kann ich auch parieren? Ah, wow. Egal. Ist ja schon zu spät. Da kommt da jetzt noch was? Nö. Sieht nicht so aus. Gib mir Geld oder was auch immer das ist. Oh, da kann ich noch was zerstören. What the fuck? Okay. Moment mal. Aber vielleicht sollte ich besser steuern. Ja. Ich bin auch dumm. Rote Machtangriff. Ein Machtangriff kann weder pariert noch geblockt werden und wirft dich stets zu Boden, weich ihm aus. Okay. Oieiei, das ist so dumm. Okay, das ist eine Truhe, cool.
Ah, mit Kreis, oder? Ja, ich bin schon voll. Warum bekomme ich da so viele Lebenssterne? Ich kann ja nicht mehr mitnehmen. Und ich kann leider auch nicht sparen. Das ist schiss, ich glaube, ich muss da nach vorne hin, oder? Oder gehen wir mal in die Richtung. What? Was ist das jetzt? Okay, da waren nur ein paar Gegner. Das ist wenig. Oh gut. Gehen wir weiter vor. Passiert da noch irgendwas? Sequenzmäßig? Ja, okay. Gucken wir jetzt mal kurz. Ah, schon wieder Games und Demos. Ich verstehe das nicht, ey. No man shall enter the temple of the seventh sanctum. Ist das unser erster Bossfight? Sieht so aus. Oh, haben wir gut ausgewichen. Oh, den schon haben wir kassiert, ey. Oh, okay. Hey, hey, hey. Oh, wir müssen hier weg, okay. Ja, interessant. Komm, komm wieder da raus aus dem Chess-Kreis. Oh. Vielleicht sollte ich auch mal mein Schild benutzen. Autsch. Na gut. Ist das lustig? Was war das jetzt? Okay. Ah, der Boden trifft an. Ja, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich da immun auf King schauen werde. Für eine kurze Zeit. Hallo, Owen. I knew I'd see you again someday. And you know why I'm here. Wo ist denn der andere Dude jetzt? Der Myrdons da runtergestürzt ist. Ah, okay. Ja, gut.
Ich dachte gerade. Autsch. Oh, ich bin Stufe 2, krass. Ich dachte, ich fange hier mit Endgame-Zeug an. Morphsteine. Morphsteine sind unidentifizierte Beute und tauchen in 5 Seltenheitsstufen auf. Gewöhnlich, ungewöhnlich, seltener, episch und legendär. Okay. Attribute. Macht verbessert deine Waffenschaden, Vitalität verbessert deine Maximalgesundheit und Geist verbessert die Lebenssteinerholung und deinen Fähigkeitenschaden. Ich habe Fähigkeitenschaden? Welche Fähigkeiten habe ich denn auf jeden Fall? Silbermine. Ja. Okay. Kann ich das irgendwie ändern? Nee. Habe ich da irgendwie die Ausrüstung jetzt? Nee, auch nicht. Amulett habe ich nicht. Kann als zweite Waffe den Hammer nehmen, egal. Die Banner habe ich nichts. Glücksbringer habe ich hier auch nichts. Amulett habe ich da gerade geschaut, oder? Ringe habe ich gar nicht geschaut. Ah, ist auch nichts. Verstärkungen. Okay. Fertigkeitsbildschirm. Gibt Fertigkeitspunkte zur Freischaltung und Nahkampffertigkeiten aus. Du kannst Fertigkeitspunkte später neu verteilen. Habe ich überhaupt Fertigkeitspunkte? Einen habe ich verfügbar. Das ist ein Waffentechnik. Ah ja. Oh, da gibt's so viel. Lol. Polaritätsangriffe. Lade deinen Polaritätsangriff auf, indem du Gegner mit deiner Waffe triffst. Tausche was bei voller Aufladung deiner Waffe, um eine Schockwelle zu erzeugen. Sowie für 30 Sekunden deine Waffen schon um 20% zu füllen. Okay. Was ist denn Absaugen? Lol, interessant. Was nehme ich denn da jetzt? Ich würde das jetzt so. Habe ich das nicht oder habe ich das schon längst? Hä? Wieso kann ich das nicht erwerben? Ach so, ich muss es gedrückt halten. Ah, okay.
Jetzt verstehe ich das. Das ist dann alles miteinander verbunden. Okay. Du hast hier dann eine. Ja, du kannst nur eine 4 aus den Ecken nehmen. Und das verbindet sich dann mit dem Rest. Du dann bei den nächsten Fertigkeitspunkten was machen kannst. Interessant. Okay. Kann ich die nicht gerade verwenden oder so? Ach so, das ist die Währung. Ach so, das, okay. Die Sachen brauche ich, um mir was zu kaufen. Interessant. Okay. Blocken parieren, also parieren ist möglich. Interessant. Mit der 2 ziehst du. Was? L3 plus R3 ist Archontenzorn. Was ist das? Schnelle Wendung, Bande aufstellen. Zielfokus, Niederschlag. Mit der Dreieck wirkt sich die Waffe interessant. Nee, du kannst hier echt nicht springen. Ah. Wie bitte, ich kann Charakter auswählen? Neuen Charakter stellen, ja geil. Mache ich vielleicht danach. So, wie mache ich die Fertigkeit nochmal jetzt? Mit deiner Waffe triffst du auch, okay. Interessant. Wollen wir das dann mal austesten? Eieiei. Hey, check ich nicht. Habe ich das jetzt eingesetzt? Nee, oder? Jetzt gucke ich mir das nochmal an, ey. Ist das andere jetzt besser? Tatsache. Oder? 22 Nadel, das ist auch eine Nadel, aber die ist ein bisschen schwächer. Ja, gut. Tun wir eine bessere Waffe. Wie krass ist überhaupt der Hammer? 20. Ja. Okay. Wann kann ich das denn machen? Was für Werte da es alles gibt, krass. Sehr riesig.
Aber ich wollte jetzt eigentlich noch mal bei der Fähigkeit schauen, wie das denn aussieht. Kann ich mir nicht mehr ansehen, oder was? Is a weapon like no other. It has the power to reshape reality, and your brother controls it. For now. He nearly has the power of a god, and you are one man, an injured man at that. I didn't come here for your encouragement, Sanctum. Ah ja, dann müssen wir uns hocharbeiten. Ja, habe ich nicht ein Game irgendwie gestartet? Ja, das kann ich gar nicht zerstören, lol. Das ist nichts, oder? Nope. Gehen wir weiter. Was ist da? Die machen sich gerade selber platt. Ah. Okay. Ah ja, cool. Ich war verletzt, okay. Ist mir gar nicht aufgefallen. Na gut. Das zerstören wir noch schnell. Dann gehen wir weiter. Ah, da ist auch noch was zu zerstören, lol. Oder? Doch, ich dachte schon gerade. So viele Sachen zum Zerstören. Was? Da ist noch eine Truhe. Habe ich die beim Vorbeilaufen echt übersehen? Krass. Also das ist, ja, sieht jetzt nicht wirklich danach aus, als wenn die krass die Waffen. Aber was habe ich da jetzt bekommen? Oh, das ist schlechter natürlich. Also ich glaube, wir nehmen das statt dann Hammer. Wie sieht denn das denn jetzt aus? Okay. Interessant. Naja. Autsch! Okay, den machen wir nicht fertig. Ey, bin ich jetzt gerade echt am Verrecken gerade? Autsch! What the fuck?
Ich check das nicht, wie ich diesen Pull-Dings da machen soll. Ja, jetzt hab ich... Oh, der lebt ja noch. Ha. Hab ich die Schockwellen jetzt gemacht, nicht, oder? Kapier ich das nicht. Was ist mit dem Waffentiming? Richtiges Timing von R1 nach Waffenangriffen erzeugt einen Waffentiming-Angriff. Was ist das denn, bitteschön? Macht das nochmal zusätzlichen Schaden? Tausche bei voller Aufladung deiner Waffen, um eine Schockwelle zu erzeugen. Meine Waffe. Moment mal. Ist das die untere Leiste? Okay, ich versuche das mal. Wenn wir wieder Gegner haben. The odds are greatly against you. Jetzt haben wir wieder Lebenssteine, krass, wieder viel zu viel. Die kann ich jetzt nicht mehr nehmen. Naja, war gut. Angesundet würde es uns nicht fehlen. Das ist so laut, die Truhe, krass. We will discuss this when I get there. Kann ich da rein? Nee, oder? Habe ich den Ring jetzt ausgerüstet? Nee, oder? Ah, das gibt mir Macht, schön. Habe ich nicht irgendwie auch noch was anderes angesammelt? Glücksbringer vielleicht? Nee. Okay, dann habe ich mich geirrt. Habe ich denn noch andere Blimsteine? Nee. Gut. Ja, das sollte ich, denke ich, schon irgendwo da hinkommen. Hey, ich kann da nicht springen. Ah ja, okay. Verstehe. Was? Ich dachte ja kurz, jetzt schon, das werden Gegner oder so. Ne, das ist eine Stadt.
Das würde schon übrigens krass aussehen. Was höre ich denn da wieder? Irgendwo eine Truhe. Oder bilde ich mir das schon ein? Nee, da ist sicher irgendwo eine Truhe. Oder ist das was anderes, was ich höre? Hä, ich dachte gerade, ich hätte eine Truhe gehört. Oder ist es das Teil gewesen, was ich da höre? Naja, sieht so aus, als müssen wir wieder. Neue Doppelklang, cool. Mal sehen, ob die besser sind. Ja. Schön. Aber das ist kein Endgame-Content, ey. Sondern die kommen. Ich dachte, ich fange direkt damit an. Jetzt bin ich eh erst am Anfang. Naja. Ja. Ich weiß nicht, ob ich dahin wollte. Hallo? What the fuck? Habe ich ihn gerade echt zerstört? Wow. Ich dachte, der hätte mehr Leben gehabt. Naja, gut. Ich glaube, da geht's weiter. Ja, dann sollte ich doch den anderen Weg weitergehen. Um alles mitzunehmen, weil ich das eben gerne mache. Ich denke, wenn sich da bei dem Spiel jetzt nicht wirklich was drastisch verändert hat in der nächsten Zeit, wird es, denke ich, jetzt nicht wirklich ein Spiel sein, was mich packen wird. Komische Geräusche. Oh Gott. Ich war echt schon wieder fast am Arsch. Ja, da habe ich was übersehen. Okay, habe ich ihn jetzt? Autsch.
Lebensbundring. Okay. Was kann das Schönes? Ah, das macht mir vorher schon interessant. Und gibt mir noch mehr Macht. Gut wäre es, wenn ich noch was anderes aufbekommen würde. Was würde er eigentlich im Banner bringen? Von habe ich auch noch nichts. Ja, die Doppelklänge sind auch nicht besser. Aber wir nehmen den mal. Was ist das? Ach, das Teil da oben. Okay. Nicht mal eine Auswahlrolle oder so kannst du machen. Aber, okay. Ich glaube, als nächstes werde ich definitiv Dings verbessern. Finesse, damit ich schneller unterwegs bin. Schneller ausweichen kann. Oh, hallo. Bronze Animagus. Okay. Boah, könnte gar nichts, ey. Okay. Ich spiele unten noch ein bisschen mit euch. So. Bin immer noch keine Stufe 3 gekommen jetzt, oder? Nee, komme ich jetzt überhaupt irgendwie in der Stufe höher? Macht 36 Schaden, okay. Oh, die Schiene kann ich da auch alles so schön hören. Kann ich gerade keine Stufe höher kommen? Zehnbrecher. Verwende R1, um einen Teil der Gesundheit des Gegners in Zehnbrecher Aufladung umzuwandeln. Verwende R2, um Seelenbrecher Schaden zuzufügen, der deinen Seelenbrecher Aufladung des Gegners entspricht. Was? Okay. Hä? Mit R1 greife ich doch an. Wie soll das gehen, ey? Hä?
Ich habe einen von drei Gegnern hingebrochen. Okay. Wie habe ich das denn angestellt? Lebensstand, sie brauchen einen Eva-Stein. Was macht denn der da? Oh, noch mehr, ja. Okay. Waffentechnik, Ladegeschwindigkeit. Interessant. Da gibt es doch noch mehrere Lebenssterne. Mehr verschiedene, die noch Effekte haben. Interessant. Ist das irgendwie ein Fehler gerade? Vielleicht ist das auch nur ein Anzeigefehler, dass ich mit der R2 eigentlich meinen Zielbrecher auflade und damit einen Schaden verursache. Weil mit der 1 greife ich nur normal an, aber mit der 2 kann ich das ja aufladen. Oder? Ja. Ich check das nicht. Oder ist das mit dem Seelenbrecher schon gemeint? Ja, dann auch. Moment mal. Okay, ich bin da voll. Haben wir hier noch irgendwo Gegner? Ich glaube, von da bin ich gekommen, oder? Da kann ich nicht drüber springen, okay. Darf ich aber was übersehen, wie es aussieht? Ja, hat mir nichts gebraucht, na egal. Ah ja, neue Fähigkeitspunkte. Da direkt jetzt eigentlich Finesse. Also. Sind da die mehreren Stufen? Das Zeitfenster. Okay, ist lange. Okay, so viel mobiler bin ich damit jetzt auch nicht. Oder?
Ah, vielleicht beim Sprinten, oder? Ja, okay, doch. Was ich nicht alles mache, nur um die ganzen Sachen zu zerstören. Oh, da ist irgendwas. Roll. Bist du schon tot? Wow. Okay. Was soll ich denn da? Naja. Ja, da geht's weiter. Das höre ich. Lol. Aber so mit dran kann ich das machen. Okay. Was auch immer mir das bringt. Oder habe ich tatsächlich was gesehen? Ja gut, nee, dann gehen wir weiter. Da ist nichts mehr. Ja, wir hängen gerade irgendwie an der Wand fest, krass. Ich wollte das eigentlich nur zerstören. Ah, da ist auch noch was zu zerstören. Jetzt nächstes Mal machen wir einfach so. So, einen guten Angriff. Wo geht's da noch weiter? Ich denke, hier steht's an, oder? Hier ist nichts. Gut, dann kann ich ihn oder weitergehen. Da runter. Schildparade. Drücke 1 zum Parieren. Drücke dies unmittelbar vor einem eingehenden gegnerischen Angriff. Eine erfolgreiche Parade schenkt dir ein kurzes Zeitfenster, in dem der Gegner vorüber ist. Okay. Hoi, ja. Okay. Okay, im Kampf scheint das wirklich irgendwie mehr zu bringen oder schneller zu gehen. Oder man merkt halt dann, dass es schon einen Unterschied macht. Diese Grätsche am Boden. Was hab ich da denn jetzt gehört? Wow.
Okay. Hat das irgendwie ein Autosave oder so? Oder kann ich das speichern? Nee. Ich kann Tutorial einfach überspringen, ah ja. Aber das Tutorial werden wir uns geben. Noch. Bis zum Ende oder so. Ob wir danach noch weiterspielen, ist unbekannt. Weiß ich noch nicht. Ja, habe ich schon aufgemacht. Ich bin ein bisschen lost. Wann habe ich ja nicht die Waffe gewechselt? Aus Versehen vermutlich mal. Ich. Okay. Ah, die sind alle tot jetzt. Die kann ich nicht zerstören, schade. Aber das sieht ja richtig krass aus. Okay, da steht's an. Okay, es war noch ganz voll. Ah ja. Okay, da geht's weiter. Aber es sieht auf jeden Fall schön aus. Your brother and all his forces. Tell me. I'll find a way. I just need to get inside the monolith. Welchen Weg gehen wir? Und ich führe beides zum selben Ziel oder so. Ja. Ganz offensichtlich. Warum auch immer diese zwei Wege gibt. Jetzt wird's interessant. Ja. Gehen wir erstmal da ein. How did you expect me to react, Auron? I have a duty to stop him. Ja, okay, wenn ich da weitergehe, dann. Geht's wirklich weiter mit dem Game? Hey, ich dachte eigentlich, ich müsste da vorne hinlaufen. What? Edge. Ja, okay.
Meißelwaffe bekommen. Oh, cool. Ah, da ist auf jeden Fall eine Truhe. Was mir irgendwie nur Geld angebracht hat, aber gehört. Habe ich da jetzt auch endlich was? Nee. Ich glaube, ich habe noch irgendwas anderes bekommen, aus so einer Waffe. Okay, sieht doch nicht so aus, als hätte ich was anderes bekommen. Ja. Doppelgang. Das ist ein ungewöhnlicher Longshot. Nee, ich glaube, da nehme ich lieber das statt Nadel. Oder wie heißt das? Ja, Nadel. Dann nehme ich lieber Meißel statt Nadel. Ja, okay, ist eigentlich gar nicht so falsch. Hey, ich bin jetzt verwirrt, ey. Ist das dann doch der richtige Weg? Oder sind beide richtig? Das sieht für mich einfach richtiger aus. Gehen wir nochmal zurück. Ja, komm. Eieiei. Okay. Den kannst du echt nur Perrin. Mit Perrin töten. Okay. Ist da noch was? Nee. Ja, da ist vielleicht nichts mehr. Weiß nicht, warum sich das diese Konversation vorhin gerade da getriggert hat. Naja. Ups, das wollte ich nicht. Lebensstein, Geisterbimmstein. Oh ja, was macht das jetzt wieder? Gleich beim mehr Bruchschaden. Ja, nee, da bleibe ich bei diesen zerbrochenen Ätherstein. Wie lange geht denn das Tutorial? Ist das schon eine Zeit her? Na gut, wir spielen erst eine Stunde.
zerstören? Nee. Warum sollte ich das auch können? What do you think will happen if Makros succeeds? He becomes a god. And the world as we know it will end. I fear you may be right. Bestimmt. Und deswegen musst du das werden und das natürlich besser machen. Okay. Na komm her. Na, wie gefällt dir das? Oh, war doch ganz einfach. Das zu parieren. Naja. Du bist das. Den hättest du auch noch treffen können. Ah, das war schön. Jetzt haben wir alle drei direkt zur Stadt damit. So ist es schön. So sieht das schön aus. So viel Gold. Sonnenblitzkugel. Überlebe, bis der Countdown abgelaufen ist. Besiege so viele Gegner wie möglich, um mit seiner Belohnung zu erhalten. Ah, okay. Interessant. Muss ich das machen? Ja, ich habe wohl keine andere Wahl gerade. Ich wüsste jetzt sonst auch nicht, was ich machen soll. Autsch. Was das jetzt? Okay. Anscheinend. Ich habe eine Treue bekommen. Bestienrang. Ah ja. Das macht das Beste in Ring dann. Sechsundzwanzig macht Niederschlagungsschaden mehr auf. Das ist schön. Kann ich meine Stufe irgendwo nachschauen? Wie viel mir dann noch fehlen? Erste Rüstung.
Ah, okay, da gibt's Belohnungen, interessant. Erfahrung, Jagenkampf, okay, Erkundung. Entzünde einen Gegner 40 Mal. Will ich noch gar nicht. Bezwinge 500 Gegner. Wir haben schon 93 Gegner bezwungen. Ja, okay, cool. Bezwinge 100 war cool, haben wir noch gar nicht. Davon haben wir was. Das gibt's dreimal oder was? Ach so, die Ränge Gold, ja, Bronze und Silber. Ah, okay, ich verstehe. Das geht dann bis Gold. Aber um Bronze zu bekommen, müssen wir da erstmal das erledigen und dann haben wir danach Silber und Gold. Interessant. Hä? Wie mache ich das? Oh, okay, einfach durchlaufen, okay. Der Wächter. Bin ich dort oder was? Warum steht da jetzt der Wächter? Oder bin ich das Wächter? Der Wächter. Keine Ahnung. Ja, da kann ich noch was zerstören. Ah, Lebenssteine bin ich komplett irgendwie. Ah, die kann ich auch zerstören. Gut. Verheerender Angriff. Pariere einen verheerenden Angriff, um einen Feind für eine lange Zeit zu betäuben. Vorsicht, das Blocken eines verheerenden Angriffs lässt sich taumeln und macht dich anfällig für weitere Angriffe. Ja, das hatten wir schon mal. Das sieht sehr interessant aus. Uiuiui, Solaris. Was ist jetzt? Was ist das? Oh wow.
bisschen daneben gesprungen. Ah, wofür muss ich parieren? What? Was wird das jetzt? What? Okay, ich wurde jetzt am Ende doch noch besiegt. Ach, das Schande. Oder muss ich gedrückt halten? Komm jetzt überraschend. Okay. Dachte nicht, dass mir das jetzt so passiert. Na. Der wirkte. Ach komm, ernsthaft jetzt. Habe ich das jetzt irgendwie verkackt? Ja, ey, komm. Nur weil ich das jetzt am Ende verkackt habe. Solar ist meine erste Trophäe, wow. Ist das jetzt abgeschossen? Sind wir jetzt im Endgame? Da habe ich jetzt nur am Ende jetzt nicht wirklich aufgepasst und wurde durch den Flammen, oder ich habe das eher irgendwie unterschätzt, also dass die Flammen da am Boden so viel Schaden anrichten. Sonst hätte ich das schon sauber in der ersten, beim ersten Versuch schaffen können. Es gibt das Sanctum. Ah, ja. Well done, Orin. Welcome. Ach, das ist sie. Ja, willkommen zum Endgame von Godfall. Du hast deinen Charakter auf die maximale Stufe geboostet, stelle dich neuen Herausforderungen und erhalte Endgame-Button in Aktivitäten, die mit unserem Matchmaking kompatibel sind. Fertige deinen ersten Valor-Kyros. Was? Kann man nicht irgendwie. Sperrhand. Was kann ich mit dem machen? Gar nichts.
Valor Plates. Jeder Valor Kyros verkörpert einer der Archonten. Valor Plates. Jeder Valor Kyros bietet eine einzige passive Eigenschaft, eine Archontenzornfähigkeit und eine Verstärkungskonstellation. Er wechselt die Valor Kyros. Wähler Kyrasse im Sanktum zwischen den Missionen. Als Sammler auf deinen Reisen Valokyros Kerne, um weitere Valokyros zu konstruieren. Sammle alle 12 Valokyros. Okay. Phoenix, Paloritätsangriffe fügen Feuerschaden zu und verursachen Entzündungen. Archontenzorn-Aktivierungseffekt, erzeuge eine Schockwelle, die Feuerschaden verursacht. Ach, ist es das, was wir gerade vorhin hatten bei den letzten Gegnern? Bei den letzten beiden Bosse? Während des Archontenzorns, deine Angriffe bergen eine Chance von 65%, Entzünden zu verursachen. 100% Schaden an entzündeten Gegnern. Deine Angriffe verursachen Feuerschaden. Ah ja. Habe ich das jetzt? Ich glaube, ich habe genügend Valokyros-Kerne. Hey, Moment mal. Phoenix. Ich hätte nur ein Stück nochmal nach. Okay. Das ist jetzt schon wieder was anderes. Ach, doch meine Güte. Ja, und dann noch die Stück nochmal an Sachen. Okay. Wieso nicht? Das hat man auf 50 dann für Werte, krass. 2717, ah ja, okay. Was war das auf Stufe 1 nochmal? What the fuck? Kriegsteil ist meine episch Glücksbringer 200 Geist, oh ja. Okay. Damit hätte ich 1900 oder 2953. Moment mal. Ja doch, davor hatte ich glaube ich 2700 oder so. Kriegshammer Schaden? Pff, ja. Haben wir ja Cannabo. Banner? Was macht ein Banner? Müssen wir auch eins haben. Überschuss. Okay. Verstärkung. Werte deine Valkyros auf, indem du Verstärkung in ihre einzigartigen Verstärkungskonstellationen einsetzt. Verstärkungen haben drei mögliche Affinitäten: Rot, Grün und Blau. Sie können nur in neutralen oder passenden Knoten verwendet werden. Jede Verstärkung hat einen bestimmten Machtkostenbetrag. Deine gesamte Machtkosten dürfen nicht die Machtkapazität deines Valkyros übersteigen. Okay. Was würde ich denn da machen jetzt?
ausrüsten. What? Habe ich das schon? Ach, Rüstkammer. Was habe ich da für Verstärkung? Wachtraum, selten Verstärker. Stelle 61 gesondert wieder her, wann immer du einen Gegner mit dem Schild triffst. Und das Zugewalt. Okay. Kann ich die direkt verwenden oder so? Habe ich das schon? Ach so, Moment, beim Lebenstank, da habe ich noch nicht. Zerbrochener Ethisch, dann ja gut. Ist dasselbe eigentlich, nur 1000 Mal besser. Welche Werte dann? Ja, fast 600. Nee, Gott, 670. 670 ist das besser. Ein bisschen weniger. So, ist das Spiel jetzt zufrieden? What the fuck? Okay. Habe ich denn noch irgendwas zu machen? Von 3. Wie mache ich das? Rüstkammer? Checke ich jetzt nicht, was ich da jetzt machen soll. Fertigkeit Bildschirm. Ah ja, wie viel habe ich da für alles schon, oder? Aufstiegsstufen freigeschaltet. Verdiene Aufstiegsstufen, um über die Maximalstufe hinauszuwachsen und Aufstiegsboni und Aufstiegskräfte freizuschalten. Das sind mächtige Eigenschaften, die mit einem Valkyries angewendet werden können. Okay. Erhalte für jede neue Aufstiegsstufe einen Punkt, den du für permanente Aufstiegsboni ausgeben kannst. Nach jeweiligen 25 Aufstiegsstufen erhältst du eine neue Aufstiegskraft. Du kannst jeweils aus zwei Optionen eine auswählen und deine Auswahl jederzeit ändern. Besuche den Gameplay-Reiter im Codex, um mehr über Aufstiegsstufen zu erfahren. Okay. Beutebonus, kann ich das schon auswählen? Nee, kann ich irgendwie nicht. Oder?
Okay. What the fuck? Und es gibt bis 30, okay. Runter. Moment, das sind aber dann drei Sachen. Okay. Habe ich das erste nicht voll? Ich habe meine neuesten Ausrüstung schon angelegt. Was will das mehr? Hä? Achso, Moment mal. Kriegst du neue Verstärkungen für deine Moleküre raus? Wie mache ich das? Hey, ich check's nicht. Okay. Ne, jetzt kapier ich's. Glaube ich. Da steht aber nichts von X mit auswählen. Waffentechnik Schaden. Ja. Wende das mal der Gebrechlichkeit an, wann immer du einen Gegner mit einem Polaritätsangriff triffst. Okay. Nochmal, ah, das habe ich schon verwendet. Ja. Was ist das eigentlich? Ach, das ist alles okay. Erhalte den Zing der Ausdauer, wenn immer du einen Gegner parierst. Okay. Kann ich da wirklich alles jetzt ausrüsten? Es sind hier nur noch zu Freiplätze. Ob ich Verstärke machen kann. Pff, ja. Wieso nicht? War es das schon, Krankheitsdauer? Ah ja, okay. Ne, alles kann ich nicht auswählen, okay. Der Tee macht Geist. Schaden an gefrorenen Gegnern. Pff,
Ja, egal, auch wenn wir keinen gefrorenen Dings machen. Wobei, das macht dann irgendwie auch wenig Sinn. Egal. Öffne das Fertigkeitsmenü. Oh ja. Das ist ja immer noch Tutorial, obwohl wir schon wieder auf 50 sind. Das Finesse habe ich, ja. Schön. Alle Werte? Was? Ah, okay, das habe ich, Max. Interessant. Kritischer Treffer schon. Habe ich da auf Stufe 5? Interessant. Vitalität auch. Macht. Okay. Absaugung habe ich gar nicht. Das ist nicht schön. Okay. Muss ich das machen? Besuche den Übungsraum. Wo finde ich den Übungsraum? Ist es da oben? Ja, anscheinend. Trainingsbereich. Erprobe frei deine neuesten Waffen und Fertigkeiten. Neue Trainingspartner werden verfügbar, wenn du mehr Fortschritte machst. Wähle einen Gegner und teste deine Fertigkeiten im Trainingsraum. Oh, wow. What? Interessant. Oh lol, das war's, oder? Interessant. Ups. Okay. Moment, das müssen wir noch mal machen. Komm grad an. Ich kann die gar nicht niederschlagen. Was ist das? Meine Güte. Ah, das ist. Nee, ich kann die wirklich nicht bergen. Naja, gut. Lol.
interessant. Interessant, bin ich fertig gerade damit. Ich glaube, das reicht. So ist ich wieder raus. Die Schmiede besuchen. Ah, bin ich jetzt dann langsam mit dem Tutorial. Das. Okay. Das ist die Schmiede, okay. Aufs Neue entfacht, ah ja. Verbessere deine Ausrüstung mit Ressourcen, um deine Werte zu verbessern. Ausrüstung kann bis zu 5-mal verbessert werden, okay. Verzaubere deine Ausrüstung, um die Seltenheit zu erhöhen. Verstärkungen und gewöhnliche Gegenstände können nicht verzaubert werden. Okay. Verbessern wir mal. Okay. Hallo Spiel. Bist du noch da? Achso, ich muss das abbrechen, oder? Nee, das hat jetzt ein bisschen gebraucht, ey. Ah, okay, da brauche ich Sachen dann, um die noch weiter zu verbessern, die ich hier gar nicht habe. Cool, das vergessen, so viel mehr Sachen. Ah, okay, ich verstehe. Doch, das Snacky, das ist, was ich habe und das Rechte ist, was ich brauche. So einen Stahl brauche ich wieder. Okay. Moment, kann ich das noch irgendwie verzaubern? Ich glaube nicht, oder? Nee, da brauche ich wieder Sonnenstein. Die habe ich ja nicht. Shit. Kann ich das verzaubern? Nee. Hätte ich jetzt warten sollen. Naja. Okay, das ging jetzt schon schneller. Ätherstein. Okay. Ist schon was. Ich kann die verwerten, dann bekomme ich wieder was. Okay. Sprich mit Zenon. Du bist Zenon, oder was? Orin, what do you need? Lichtschneider, episch Großschwert. Verfalle in Raserei, wann immer du auf einen Gegner mit deiner Nordtechnik triffst. Okay, die Blauen sind selten und schwächer. Erde. Leere. Ja. Okay. Luft, Wasser, Luft, Feuer. Nicht Wasser, Erde, Luft. Wasser, leere Luft. Ja, gut. Da bräuchte ich eigentlich nichts.
Was? 10 Sekunden mehr Luftschaden. Ja, keine Ahnung. Brauche ich davon jetzt was? Das hört sich interessant an. Thank you. Bin mir gerade unsicher, brauche ich das? Siebenhundertsechsundneunzig, wie viel habe ich gerade? Dann verbesserten Zug 767. Ach Gott. Ja, das wäre sogar besser, oder? Was hat das überhaupt? Waffentechnik, Ladegeschwindigkeit 19%. Zeug. Macht eigentlich nicht mehr Waffentechnik Schaden, 10 Sekunden, 19%. Puh, nee, kann man das mehr. Ups. Auftragsmenü. Aufträge. Willkommen im Auftragsmenü. Schließe Auftragsziele ab, um Belohnungen und Auftrags-XP zu erhalten. Halte während des Spielens Touchpad gedrückt, um diese Menü zu öffnen. Yeah. Weiß ich doch. Auftragsziele höhere Seltenheit bieten bessere Belohnung und mehr Auftrags-EP. Wenn ein Auftragsziel abgeschossen ist, erhält er eine Mitteilung im Spiel. Nimm Auftragsziel-Belohnung im Auftragsmenü an. Du hältst darauf in ein neues Auftragsziel. Du kannst ein Auftragsziel neu zuweisen lassen, die kostet aber. Okay. Sobald deine Auftrags-EP-Leiste voll ist, kannst du einen von drei Gegenständen als Belohnung auswählen. Wähle den Gegenstand mit den besten Eigenschaften. Ja, was denn auch sonst? Aufträge. Du kannst Belohnung für deinen Auftrag ersetzen, um deine Ausbeute zu verbessern. Wähle die Belohnung mit den besten sekundären Eigenschaften oder gib Spiegel der Verdopplung aus, um andere Belohnungen zu erzeugen. Okay, Spiegel der Verdopplung. Auftragsfortschrittsziel, schieße Auftragsziele ab, um deine Auftrags-SP zu steigern und Belohnung zu erhalten. Belohnung. Wenn ihr nach. Ja. Okay, Träumer, schieße Traumsteine ab. Soll ich das jetzt verstehen? Annehmen? Hä? Was habe ich denn aktuell? Beginne Mission vor der Weltkarte aus. Wo sind die Weltkarte? Aufgestiegener Turm der Prüfung. Willkommen im aufgestiegenen Turm der Prüfung. Teste deine Kampffähigkeiten als Veteran, indem du nur so viele Stockwerke wie möglich beendest. Je höher du aufsteigst, ohne besiegt zu werden, desto größer sind deine Belohnungen. Besuche deinen Gameplay-Reiter im Codex, um mehr über den aufgestiegenen Turm der Prüfung zu erfahren. Okay. Turm der Prüfung. Wo sind wir wieder? Aufgestiegener Turm der Prüfung.
Urteil muss ich an. Was ist da überhaupt? Da geht's nicht weiter. Moment. Hey, ich muss eh dahin. Okay, das ist ja die. Muss ich die dann wirklich machen? Traumsteine. Du hast die Traumsteine freigeschaltet. Begib dich in Cosmeras Träume und stelle dich ihre Erinnerungen an Gegner und Herausforderungen, die du eigentlich schon bezwungen geglaubt hättest. Nutze den Traumsteinreiter der Weltkarte, um auf deine verfügbaren Traumsteine zuzugreifen. Jede Traumstein eröffnet dir Missionen und Herausforderungen aus deinen Erinnerungen in einem epischen Kampf mit einem idealisierten Endboss-Gipfel. Zahle die Kosten, um deinen Traumstein zu aktivieren. Der Abschuss von Zielen gewährt dir die Gaben der Stabilität und der Klarheit. Stabilität gestattet es dir, den Traumstein für zusätzliche Runden zu erhalten. Klarheit ermöglicht es dir, die Belohnung von Traumstein-Missionen zu verbessern oder zu erhöhen. Ja, das Bezwingen des Endbosses schießt den aktuellen Traumstein ab. Ja? Also, magst du dann auch so einen Hotdog probieren? Du machst einen Hotdog? Ja, mach jetzt. Okay. Kommst du nachher nochmal das an zum selber, wie es das mit Senf und Ketchup und so rum? Ja, okay. So, statt der nächsten Frage. Gelingt es dir nicht, den Endboss zu bezwingen, wirst du den Traumstein neu starten müssen. Okay, zu Beginn jeder Traumsteinrunde wählst du aus mehreren Missionen. Entscheide dich weise, du kannst nur eine wählen. Wie darf ich das jetzt? Flüchtige Traumsteine. Flüchtige Traumsteine können durch das Abschießen von regulären Traumsteinen verdient werden. Flüchtige Traumsteine können nur einmal angesetzt werden. Ach Gott, okay. Was ist das jetzt wieder? Lichtbringer. Überlebe das verdunkelte Reich, um das Licht wiederherzustellen und das Herz der Dunkelheit zu verbannen. Echt so viel Text. Wahnsinn. Überlebe die Dunkelheit. Die Dunkelheit ist tödlich, wenn du dich zu weit vom Licht entfernst. Kehre die Effekte um, indem du Lichtkugeln sammelst oder in leuchtende Gebiete zurückkehrst. Lichtstufen. Schieße Ziele ab und besiege Feinde, um deine Lichtstufe zu erhöhen. Jede zusätzliche Lichtstufe belohnt dich mit extra Beute, wann immer du Missionsbelohnung erhältst. Erhöhe deine maximale Lichtstufe, indem du dunkle Risse besiegst. Korrumpierte Gegner mit verstärkten Kräften lauern in der Finsternis. Füge ihnen Schaden zu, um deine Lichtstufe zu erhöhen. Oder locke sie in hell erleuchteten Gebiete, um sie von der Verderbnis zu reinigen und ihre Kräfte zu schwächen. Lichtbringer. Machtkampf. Das Herz der Dunkelheit und das Sieb des Sanktums stehen in einem ständigen Machtkampf um das Schicksal des Reiches. Das Herz der Dunkelheit gewinnt beständig und über Zeit an Macht. Also du schießt Ziele ab, welche die Macht des Sanktums stärken. Verbanne die Dunkelheit. Schieße Ziele ab, um den Verstärker mit Licht zu versorgen. Und nutze ihn dann, um. Und nutze ihn dann, um das Herz der Dunkelheit zu verbannen. Oh Gott, so viel Text. Ja, kommt da jetzt noch mehr? Wie viel. Was gibt's dann da noch jetzt? Spielersuche. Godfall Deluxe Edition. Serienarte, verbessere dein Arsenal. Fire and Darkness. Kann ich jetzt irgendwie speichern oder so?
Oder hat das ein Autosave? Werfen. Ich vermute mal. Ups. Kann ich das jetzt unendlich oft machen? Hat das irgendwie eine Abklingstat? I don't know. Wir machen dann gleich weiter. Ich bin gleich wieder da.
So wird er da. Ich sollte vielleicht auch noch die Nachricht immer. Moment mal. Das war jetzt dumm, was ich gemacht habe, egal. Habe ich jetzt einen Auftrag ausgewählt? Krass, eine legendäre Wasserwaffe. Schieße Traumstein ab. Ja, machen wir das. Ach, kann ich gar nicht annehmen? Wieso kann ich keine annehmen? Hä, was habe ich denn gerade aktuell für einen Auftrag? Ich habe keinen Plan. Machen wir jetzt einfach mal so einen Turm der Prüfung, warum nicht? Ich habe echt keinen Plan, was ich gerade machen soll. Okay. Machtstärkung. Utilitätsstärkung. Ja. Kennen wir eine Machtstärkung? Keine Ahnung.
What? Wie bitte? Okay. Oh ja, die sind ja richtig krass. Weissagungsquelle. Weder einen von drei mächtigen Vorteilen, die die während der Prüfung von Nutzen sein könnten. Kann ich hier einfach mal speichern oder so? Machtstärkung. Rangschwert selten, kritischer Schild episch, mächtige Raserei ungewöhnlich. Okay. Ja, sorry Leute, aber ich bin noch mal kurz weg jetzt. Ja, natürlich habe ich die Nachricht jetzt nicht gespeichert, muss ich noch mal neu geben. So. Bis gleich, Leute.
So, ich bin jetzt aber wieder da. Endlich. Endgültig. Jetzt werden wir noch eine Stunde spielen oder so und das dürfte dann reichen für den ersten Stream. Okay. So, Moment mal. Ich muss mir schon mal schnell die Nase putzen. Hallo? Achso. Wie geht's jetzt weiter? Oder muss ich jetzt die anderen machen? Ja, nee, da komme ich nirgends weiter. Dann muss ich wieder zurückgehen und die anderen machen, oder was? Aktiviere den Fahrstuhl. Autsch. Kleine Schritte. Was? Oh, ich habe keine. Keine Heilung, ey. It's over. What the fuck, so schnell?
Ach du schon, ne? Dann haben wir Machtstärke und Geiststärke. Vitalitätsstärke, das nehmen wir. Was? Die explodieren? Autsch! Go down, ey. Ja, das ging jetzt einigermaßen eigentlich. Okay. Wo ist ein Thron? Da gibt's keine Throne, oder? Was ist das? Das? Wenn da keine Thronen sind.
zwei Schüsse erlangt. Ah ja, okay. Stangenwaffe, Langschwert, Verstärkung. Ja, gut, dann nehmen wir Langschwert. Was? Wieso? Was war das jetzt zur Hölle? Er hatte Schüsse, um Beutelkisten aufzuschießen und noch mächtiger zu werden. Okay. Weiße Viper. Ah ja. Oh, da habe ich aber viel bekommen jetzt. War aber jetzt nichts dabei, oder? Ah doch, episch Langschwert, das aber. Es ist halt schlechter. Aber macht Feuer schon. Aber ich dachte, irgendwie eine legendäre wäre da. Ja gut, das ist aber nur 20% oder so. Keine Ahnung. 30%. Naja.
2 Schüsse bekommen, ne? Ring des Ritters, ey. Ganz was Schwaches, ja. Na ja, gut. Langschwert, Verstärkung, Verstärkung. Verstärkung. Oh, cool. Katastrophe. Plattenbecher. Nehmen wir das. Funkgesteck und dieses Teil. Ja. Das ist auch noch eine Raserei-Ladegeschwindigkeit. Naja. Vendetta. Ah ja, Plattenbrecher. Das ist jetzt der Richthammer. Naja, sind jetzt nicht so wirklich geile Sachen. Was habe ich da jetzt gemacht?
Ah, Traumaband, okay. 9% Kriegerhammer, Schaden. Ja, gut. Zwei Schüsse in der Schade. Sternrufe Waffe. Verstärkung, Stangenwaffe, Banner. Okay. Was bist du denn? What the fuck? Ich mache eben kaum Schaden. Yeah.
Das ist problematisch gerade. Ich check das nicht. Eieiei. Hallo? Das habe ich gar nicht aufgemacht. Habe ich da jetzt irgendwas Legendäres bekommen? Das schaut irgendwie gerade nicht danach aus. Sah aber irgendwie gerade so aus. Katastrophe, das habe ich jetzt zweimal, oder? Ne, dann war das was anderes, was ich da bekommen habe. Schwächungen. Deine Reise durch den Turm der Prüfung wird durch Schwächungen erschwert. Wähl 1 von 3. Je ausgeprägter die Schwächung, desto besser die Belohnung. Wähl eine Schwächung. Ach, das Scheiße. Hallo? Was habe ich da? Machtstärkung, Eisstärkung, Vitalitätsstärkung.
Okay, Vitalitätsstärkung. Perfekt, bitte. Danke. Kaufrausch, brillante Lebensstein, Beherrscher Lebensstein. Blende Gegner in der Nähe, wann immer du deinen Lebensstein nutzt. Okay. Cool. Interessant. Okay.
Na, ja, ein Schuss noch, RIP. Oh nein, 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 das würde ich jetzt nicht. Schade. Da bin ich mir verdrückt jetzt. Was? Autsch! What? Okay. Jetzt bin ich im Arsch. Schade. Na ja, gut, das war's. Ich bin nicht mal zum legendären Langschwert gekommen oder so. Ach so ist das also, okay, interessant. Träumer, Seelenbrecher. Sollte ich das wohl machen jetzt? How can I help? Verwerten. Moment mal. Ein Großschwert ist das, okay. Interessant. Ich weiß nicht, wie viel ich von dem Zeug mitnehmen kann, aber wir werden dem erstmal los. Sternfeuer, ungewöhnliche Stangwaffe. Ja.
Sonnenstahl habe ich 45 bekommen. Ja gut. Waffentechnik, Ladegeschwindigkeit. Okay. Wenn mir nichts verkehrt. Ah, da bekomme ich 6 Sterne Sonnenschein, okay. Ah, das habe ich da Gesundheitsüberschuss. Was macht, was bedeutet Gesundheitsüberschuss? Überschuss? 15% weniger Schaden. Ach, da schon. Ich frage mich, was ich alles bekomme, wenn ich das jetzt alles wegnehme. Das müsste jetzt richtig wehtun, aber ich werde da richtig viel bekommen, oder? Richtig gut. Sonnenstrahlen. Ja, oh, okay. Ja, eigentlich ist das schon nicht so dumm, ey. Oren, what do you need? Ich guck mal bei den Ringen jetzt, was habe ich da ausgerüstet? Das Blau ist selten. Oren, what do you need? Episch. Er hatte den Segen der Auffüllung, wenn du immer einen markierten Gegner besiegst. Okay. Das ist eigentlich gut. I have plenty of those. Also, ich habe falsch geschaut, ja. Ah, das ist okay. Ja, dann nehmen wir das Amulett. How can I help?
Das macht das selber eigentlich. Ja, sonst lassen wir das. Münze der Tapferkeit, wie bekomme ich das denn eigentlich? Davon nicht mehr viel. Doch, eigentlich genügend, aber was ist, wenn ich die verliere? Drachensteiner. Billionen und 10 Drachensteine. Das kostet auch wieder was. Interessant. Stufe 40, erhabene Wasserrecht Kraftprobe. Was machen die Kugeln überhaupt? Machen wir das mal. Das sollte am einfachsten sein. Okay. Ja. Will ich. So, ich würde das aber danach beenden. Ich gehe mal davon aus, dass es halt wie bei Overwatch oder ähnlichen Multiplayer Games einfach automatisch spart. Ach, das ist Solaris, genau. Okay. How the fuck? Mache ich keinen Schaden bei ihm. Autsch. Oh Mann. Was?
Ach du Schande. Autsch. Ah, ich habe wieder Leben bekommen. Okay. Große Taten. Was habe ich da jetzt für legendäre Sachen aufgehoben? Erwachung. Ich habe jetzt durch die eine Sache hier gleich ausgestattet. Wie viele Trophäen bekomme ich jetzt? What the fuck? Oh Gott. Siege des Morgenfürsten Ringe bekommen. Oh. Okay. Und eine legendäre Waffe bekommen. Ah, schön. Durch so viele Sachen. Legendäre Stangenwaffe. Oh, ist die schlecht. Wann immer du deine Zieltechnik durchführst, beschwöre einen Blitzgeist, der elektrische Lichtbögen auf Gegner in der Nähe verschießt. Diese Elektroblitze verursachen 397 Luftschaden. Abklingzeit 15 Sekunden. Okay. Interessant. Kann ich aber damit nichts anfangen. Nicht mit Phoenix. Ach, das ist ein Amulett. Ups. Dein Ring. Siege des Mondfürsten. Legendäre Ringe. 114 Geist. Wenn immer du einen Gegner mit einer Niederschlagung besiegst, explodiert dieser, verursacht Blutung sowie 854 physischen Schaden an Gegnern in der Nähe. Ach du Schande. Habe ich da auch was Legendäres bekommen? Ah ja, zwei neue. Aber nichts Legendäres.
Das ist eigentlich besser. Kosmetische Anhalte. Nochmal. Bisschen erfolgreich, okay. Bekomme ich die überhaupt? Interessant. Erreiche das 20. Stockwerk. What the fuck? Das für neue Skins? Fängswächter der Fenster ist legendär. Okay. Gibt's ein Banner? Banner der Flamme. Für Waffe gibt's doch nicht. Für Schild vielleicht. Auch nicht. Naja, kann man nichts machen. Ich hab's auch mal nehmen. Wie habe ich da nur eines? Naja. Verfügbar Punkte 2. Oder in einem Waffenschaden.
Das wären dann 5%, oder? Ja. Habe ich das noch irgendwo? Ach, der Schaden, ne? Okay. Da weiß ich ja dann, was ich hier mache und so. Pferde. Okay. Aber die Musik ist schön. Ja, komm. Machen wir Beutebonus. So. Aber Schnitter habe ich schon Silber jetzt. Lass einen Gegner 80 Mal bluten. Okay. Das habe ich jetzt schon wieder fast. Krass. Das konnte ich nicht abschließen, okay. Interessanter Wert, was ich da habe. Also auf dem Kriegshammer mache ich immer noch mehr schon. Habe ich das immer noch ausgerüstet? Nee, oder? Wir schauen 708. Würde ich jetzt das wieder ändern? Was hatte ich davor? Kriegshammer Schaden. 9%. Hätte ich dann da mehr? Ja, da hätte ich definitiv mehr, oder 801. Moment, mein primärer SBS macht dann noch mehr schon. Kann ich die irgendwie tauschen? Ich weiß jetzt auch nicht.
ist. Hat sich jetzt eigentlich von den Wörtern nicht wirklich was geändert. Naja, egal. Sind das Burschen Waffenrohr? Kann ich das sonst absolut nichts machen? Was ist das für ein Schmutz? Egeson. Oh, da gibt's schon sehr viele. Dieselbe Männer haben wir. Was ist ein Schiffcode eigentlich? Einstellung. Nehmen wir das mal. Okay, ja, okay. Ich denke, das ja, ist sicher gespeichert oder so. I don't know. Ich kann da echt nichts machen. Ich habe da nicht sowas wie ein Menü oder so. Boah, I don't know. Was ich davon halten soll. Naja. Das bin ich jetzt, oder? Ja. Das ist Phoenix. Was bist du denn? Möbius. Ah, oh, okay. Ah, das sieht auch cool aus. Ah, Waffenrohr, da waren wir gerade doch, oder? Typhon haben wir uns nicht angesehen. Naja. 50 Kristalle in den Tränen, sind das bei jedem? Ja. Also das können, also wir können da noch einen Charakter machen. Ja. Ich beende den Stream jetzt aber hier. Und vielleicht werden wir morgen noch mal reinschauen, dann gut voll mal schauen. Ich bin mir echt unsicher, aber ich habe heute genug. Bis zum nächsten Mal. Ich werde das einfach jetzt schießen, das Spiel. Bis dann, Leute. Bis zum nächsten Mal oder so.